Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Helos TV, eine weitere Folge in unserem Ram Royale Let's Play Together Whatever Format. Wir haben wieder eine Challenge für euch am Start und zwar heute No Fortress. Das heißt, wir rennen einfach nur durch die Gegend, looten Kisten, töten Gegner, nehmen deren Waffen auf und gewinnen natürlich das Spiel. Mit dabei unser Froschbert. Wuhu! Ja, und eigentlich ist auch schon wieder genug gesagt. Außer eine Sache noch, habt ihr irgendwelche Challenges im Kopf, die wir mal spielen sollten? Schreibt uns das gerne in die Comments. Wir nehmen uns das zu Herzen und werden die Challenge möglichst zeitnah abdrehen. Viel Spaß! Viel Spaß dabei! Start, start, let's go! Dann Kreuzung wie immer. Und dann wollen wir mal schauen, was das hier mit der Challenge so wird. Keine Kreuzung? Ach Quatsch, keine Wir müssen Kreuzung. einfach die Schmieden einnehmen und warten, bis die Leute was Ja, gecraftet haben. das wäre tatsächlich geil. Wir verstecken uns in der Schmiede und warten, bis sie was gecraftet haben. Dann machen wir sie Ja. tot und dann holen wir uns den Scheiß. Ja. Geile Idee. Ist Wie die Gegner das theoretisch. manchmal machen, da oben Ja. auf die Schmiede drauf. Psst, da kommen Gegner. Kein Mucks mehr. Ja, wir haben jetzt Was heute hier mal ist die Craft? Kameras geswitcht, leider, weil bei Flaschi die Technik versagt. Aber wäre auch langweilig, wenn wir mal irgendwas aufnehmen würden und die Technik würde mitspielen. Ja. Wäre ja total langweilig. Das hast du Deswegen seht ihr allerdings heute mal recht. mir bei der Challenge zu und nicht dem Floschbert. Ich hoffe, dass Heute ich seht ihr ein mal guter Ersatz bin. Gimp spielen. Ja, wir hatten ja gerade das Vergnügen und mussten nach dem Patch unsere komplette Steuerung neu einrichten. Das war uns Ja. aber erst im Spiel aufgefallen, sodass wir quasi im Spiel, während wir schon am Kämpfen waren, noch an unserer Tastatur rumspielen mussten. Das war lustig. Gar nicht. Was so funny. It was amazing. Die einzige Waffe in Episch, über die ich mich eigentlich nicht freue. Na Ja, gib gut. sie mir. Nö, die hat ja immer noch ein bisschen Na. Bums. Ah. Das war eine Pistole. Ja, aber ich habe bisher nur eine Shotgun gehabt davor. Irgendwas ist Aber ja jetzt habe immer, ich gerade ne? einen Slug gefunden. Das war eine Pistole. Ja, dann lass mal gucken, ob hier mal vielleicht irgendwo ein Gegner rumpimmelt. Okay. Ich kann auch. Jetzt sehe ich gerade mein Player-Menü. Das ist quasi auch noch nicht belegt. Das müsste ich mir jetzt auch gleich nochmal neu auf Shift legen. Ach, Läuft. komm her, nimm du den Stab. Ich hasse den Stab sowieso. Ich finde das Ding scheiße. Wuhu! Coole Rolle. Wahnsinn, Wow. oder? Bist Ins du Fenster rein. ins Fenster durchgerollt? Ah. That's amazing. Wahnsinn, hier ist nicht ein Gegner, das kann doch jetzt schon wieder nicht sein. Also wir spielen übrigens mal wieder zur Primetime, es ist gerade 18:16 Uhr. An einem. Freitag. Richtig? Leider Gottes mussten wir feststellen, dass die Spielerzahlen von Realm Royale schon wieder nicht ganz unwesentlich in den Keller gedroppt sind. Mittlerweile sind wir nur noch bei einem Durchschnitt von knapp 2100 Spielern, was natürlich arg wenig ist, sodass die Games trotzdem relativ botvoll sind. Ist halt doof. Finde ich auch nicht besonders schön. Aber es ist leider so. Wir können da nichts dran ändern. Also lasst uns doch Ich weiß auch weiter. ehrlich gesagt gar nicht, warum wir hier die ganze Zeit disenchanten. Das können wir uns eigentlich sparen. Die Splitter brauchen wir eh nicht. Stimmt. Na komm, dann lass mal weiter Richtung Waldsenke. Hier scheint ja tatsächlich nicht ein Gegner zu sein. Mir nicht näher bekannten Grund. Gut, das einzige Problem eigentlich No Forge, denke ich mal, ist, dass wir keine Pots craften können. Das ist natürlich dann doch ein auf lange Sicht relativ großer Nachteil. Ansonsten muss man ja sagen, dass das Waffenbalancing bei Realm Royale relativ gut ist und du ja doch durchaus die ein Kiste? oder, ja, ich hab gesehen, du ja doch die ein oder andere Waffe durchaus ganz gut benutzen kannst. Wie man ja auch bei unseren Waffe X Only Challenge gesehen hat. Die sind ja eigentlich. Also ich würde da jetzt nicht hinterherlaufen. Das kann auch eine Stunde dauern, bis der die droppt. Dann müsste die Pistole. eigentlich in der Zone droppen, Ja, gut, oder? dauert aber auch noch ein bisschen, ne? Also bis maximal hier muss Na er. gut, Ja. ich komme hinter dir Tja, wir Langsam wissen bin es ich leider nicht. gierig. Wir wissen es. Es wäre mal schön so, wenn ihr euch das Video anguckt, mal vielleicht so in die Comments reinschreibt, warum ihr glaubt, dass Realm Royale nicht den Erfolg hat, den wir uns alle ja eigentlich wünschen würden, weil Floschi und ich finden das Spiel halt auch nach wie vor super geil. Ist ein mega krasses Spiel, macht super viel Laune, aber es wird halt immer kleiner. Willst du was von haben? Ist es ein Eisstab, also den ich vorher hatte, und ein Schredder? Nein, Schredder nehme ich. Und Und den Sprengfeil. Sprengfall nehme ich auch. Ja, kannst kaputt machen. Schlecht. Ja, gut, was soll ich Ja, damit? wie gesagt, brauchen wir eigentlich nicht.
Also ich hatte gerade in einem Spiel, wir haben uns jetzt da gerade schon mal so 2, 3 Runden warm gespielt, da habe ich mal mit Flushy drüber gesprochen. Ich habe vermutet, dass Realm Royale zu ähnlich oder zu viel Ähnlichkeit zu Fortnite besitzt. The fog sets in. Und die Leute sich dann denken, warum soll ich den Klon spielen, wenn ich Fortnite spielen kann? Die probieren es dann natürlich gar nicht erst und sehen gar nicht, dass das Spiel eigentlich komplett anders ist durch die Abilities. Eigentlich das komplette Spiel ist eigentlich ganz anders. Es ist halt einfach ein anderes Battle Royale Game. Und Spiele wie PUBG oder jetzt auch Blackout, Call of Blackout. Duty, die haben das Problem halt nicht. Die grenzen sich halt einfach mega ab zu Fortnite, weil die halt einfach viel realistischer sind. Ist so meine Vermutung, weil ansonsten ist das Spiel eigentlich in meinen Augen echt dufte. Ich kapiere es einfach nicht, warum es nicht ankommt. So. Sind die überhaupt Vielleicht irgendwo müsste Gegner? Also 60 World of Gegner Warcraft sind. noch einen Ja. Battle Royale Modus starten. Natürlich funny. Ja, Gegner, glaube ich. Vor der Schmiede. Unter mir, unten drunter, einer in der Schmiede. Ja! Der andere haut Was ab werden Richtung die denn? Bagger, Richtung Bagger. Ah, runtergefallen. Ja, gibt Fersengeld, der haut komplett ab. Richtung 210. Hast du ihn runtergehauen? Nee. Ja. Ah, okay, der ist hier aber vor mir. Kriegst du ihn runter? Ich müsste ihn gleich wieder sehen. Der ist jetzt vor mir direkt unten. Das ist hier, der ist in die Scheune, links an der Scheune vorbei. Nein, nicht Glaube, der hat getroffen. eine Mount-Rune. Würde ich jetzt mal so vermuten. Ah, komm, den kriegst du nicht, ey. Ich hole mir jetzt die. Der hat da irgendwas geschmiedet. Ich gucke jetzt mal Zwei kurz. Treffer, der steht da oben, ist abgemountet. Ja, ich gehe jetzt trotzdem mal kurz zurück in die Schmiede. Na gut, ich komme zu dir. Ich habe mal kurz die Klamotten, die die haben. Ah, ist Renn, du wahrscheinlich. kleines Mädchen, renn! Da wird er Hast du wahrscheinlich Pilz. Impuls in lila? Ja, das nehme ich. Finde ich besser als Sonst nur den Dreck. Shredder. Gegner links neben mir. Okay, er ist down. Gegner hinter Ich mir. komme. Oben auf der Schmiede. Komm von Also links. von wo aus Ja, wir ich uns sehe es, ich sehe es, eliminieren. ich sehe es. Ich komme Sind, von glaube ich, sogar links. zwei. Ah, ja, eine bessere Position, Floschi. Assassin hat nochmal zwei Schuss von mir bekommen. Ein Huhn. Ja, ich gehe ran. Ich versuche Fängt noch von ab. hinten, ich versuche von hinten nach oben zu kommen. Er hat mich natürlich nochmal getroffen. Das Huhn runtergesprungen? Wahrscheinlich, oder? Ah, noch ein Huhn? Ja, hab's Das weiß ich gehört. nicht. Zone ist auch gleich da, by the way. Ich renn weiter. Oh, nice Flashy. Hat er irgendwas dabei? Ne, wa? Ne, nur Scheiße. Nur Crabbity Crab Crab. Ich weiß nicht, was der andere, der hatte auch noch Scheiße, oder? Ich guck nochmal schnell. Auch noch Scheiße. Wie viele Healpots hast du? Jetzt habe ich noch sechs. Oh, ja, gut. Passt. Passt, passt. Ich habe zwar nur zwei, aber. Tatsächlich die nächste Challenge hier. Ohne Pots. Ha, muss an allen Pots vorbeilaufen. Muss ich mir noch aufschreiben. Aber ohne Witz, Geh mal den durch Kampf haben sie die. mal richtig lächerlich verloren. Die stand noch ziemlich offen, muss ich sagen. Also das ist halt der Nachteil, auch wenn du dann oben stehst. Du Ja. kannst halt mit diesem Peak in. Hier ist einer in dem Dorf. Ja, da ich seh's. Okay. Oh, den Bogen würde ich wohl nehmen. Ja, nämlich das Lack. Aber scheiße, Aberleste. Hat sich erledigt, darfst du haben. Ich finde dieses LMG gerade richtig krass. Das hat sogar 80 Schuss mittlerweile. Okay. Oder hat Ja das gut, das immer macht schon ja an sich 80? auch relativ viel Damage. Also die Waffen sind ja auch nicht schlecht. Schmiede läuft hier links noch. Aber ich würde Mhm, fast ja. sagen, der Zug ist abgefahren.
Ja, willst du dich Querung hinstellen oder sollen wir der Kiste folgen und uns vielleicht hier hinstellen, um die Leute Ja, komm, lass abzufangen? uns Kiste ab, Kiste Weil holen. die Kiste könnte jetzt gleich hier irgendwo droppen. Ich denke, genau. Hier. Wo sonst? Jetzt pass auf. Hinter mir? Nee, das galt nicht uns. Doch. Ja? Ah, die jagen Goblin, die jagen den Ich wollte gerade Goblin. sagen, das galt doch nicht uns. Ja, ich komme. Denke aber nicht. Oh, okay, Zone kommt ja zuerst. Wow! Der eine trifft gut. Ja. Der andere ist aber auch fast da. Alter, der trifft echt gut. Krasse Scheiße, ey. Er kommt hinter mir her. Ich bin in 12 wieder da. Ich bin in 8 wieder da. Nice. Bin in 2 wieder da. Er kommt. Einer down. Oh, nice. Der andere ist auch nun. Ja, sehr schön. Boah, haben die mal Pots jetzt dabei, die Lappen, ey? Oh, das war ein lilanes Lack. Zone. Hast du Ja. es disenchanted oder was? Nee, hab ich genommen. Zone, ne? Ja. Gib Kerrig, Meister. Ja, ich komm schon. Das war ganz schön knapp, du. Haha. Der war echt gut getroffen mit dem scheiß Lack, ey. Yep. Viel getan. Wenn es dann natürlich ein episches ist, dann macht das natürlich auch noch richtig gut Damage. True Klein Horst, story. ey. Ihr Klein Horst, trotzdem down. Trotzdem down. Das wird ganz schön eng. Da darf jetzt auf gar keinen Fall mehr ein Gegner von der Seite kommen. Dann haben wir ein ernsthaftes Problem hier. Dann werde ich Problem, du. ein ernsthaftes Problem mit meinen HP, Die wenn ich dann Kiste hier wurde bekomme. gelootet im Anwesen. Schweinerei. Ja, mindestens ein mittelschwerer Skondor. Wo wollen wir denn hin, du? Jetzt sagen wir, laufen jetzt einfach nur ein bisschen durch die Gegend und suchen die Gegner. Können wir mal in die Hier ist ein Anwesen Goblin rein? rechts. Ja, nehmen wir mit. Wo ist er? Kuscheln, denk ans Kuscheln. Wieder durch die Mitte, ey. Ja, genau, jetzt schlägt er auch noch Haken, oder was? Ah, doch, die kann ich doch nicht. Ah, die nehme ich wohl mit. Ganz gut, wenn man keine HP hat. Das stimmt allerdings. Aber die Kiste wurde oben am Frostfriedhof an der Schmiede gelootet. Da kommt eine Da Kiste kommt auf eine uns zu. Truhe. Ja, eine Truhe nicht. Nee, ein Airdrop. Ein Airdrop. Noch 10 Gegner Ein Flugmapad. Gegner über uns. Über uns. Oben am Wasserfall. Zwei Alter. Stück. Ja. Ich komme hier nicht weg. Ein Huhn. Ein zweites Huhn. Der andere geht den was? Ach, Junge! Meine Fresse, ey. Schau mal deine Base. Wo ist der hin? Und den Wasserfall runter, nehme ich an. Ja, ist hier. Sehr schön. Ja, Oh, das tschüss. ist eine Armbrust. Blitz aber lässt. Have fun. Sagt da oben nicht ein Sniper? Hast du den nicht genommen? Ne, die kannst du von mir Gegner? sagen. Ja, ich komme. Ich bin da. Ja, nice, Froschi. Was ist das andere Keine Hühnchen? Ahnung. Ich weiß es auch nicht, ich habe nicht drauf geachtet, wo es hin Auch ist. nicht. Fuck. Ist weg. Ist auch egal. Besser solo. Gegner im Osten. Ich geh mal kurz den Loot checken, ob der noch irgendwas dabei hat. Der hat nur Scheiße dabei. Ich komme wieder. Ja, auf der Schmiede. Alter, der ist fast down, der Junge. Ja, von mir auch noch zwei Schuss bekommen, der Hunter. Das Hühnchen ist hier irgendwo. Ja. Ja, gut, der müsste mittlerweile wieder da sein. Der ist hier. Ich komm. Der dreht sich hier hoch. Bin gleich bei dir. Ist Der ist rausgegangen. raus.
Down! Oh, den nehme ich, nehm ich nicht mit. Barricade ist eigentlich gerade relativ strong, ey. Schade, schade, schade. Auf der stehen immer noch oben, ne? Ja. Ein Huhn. Harry in your head. Hau das mal ran. Noch einer oben. Auch ein Hit. Auch ein Hit von mir, noch ein Hit von mir. Healing up. Noch ein Hit. Noch mal Huhn. Ich flieg jetzt gleich hoch. Ja, ich geb dir von der Deckung. Noch ein Hit. Scheiße. Bin runtergefallen. Ich weiß nicht, wie komme ich denn da hoch, ey, ohne Fliegen? Einen habe ich down. Oh, fuck. Komm runter, komm runter. Geht gerade nicht. Okay, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Müsste fast down sein. Ist ein Hühnchen. Ah, nice. Ist wieder rein in die Schmiede. Ja. Ist down. Ja, wollen wir den letzten Bot nochmal killen, wa? Oh yes, oh, das war mal ein netter Kampf, ey. Boah, ich hab dem einen Typen, Alter, der hat so böse Kopfschüsse gekriegt, ey. In sein dummes Gesicht. Ich hätte sein Gesicht mal gerne gesehen, aus der Nähe. In sein dummes Gesicht. Oh yeah. Wollen wir Richtung Zone oder gucken wir mal? Nee, wir bleiben mal so auf Freiland hier, einfach ein bisschen dumm durch die Gegend. Ich setze wieder einen Zehner, dass der durch den Nebel stirbt, der Bot. Wir hatten gerade schon eine Runde, da sind wir dann wieder ins Finale reingekommen. Es war nur noch ein Gegner am Leben und Floschi meinte dann schon... Ich hab 10 Euro gewonnen, by the way. Ja, gut, ich habe ja nicht gewettet, also hast du auch nicht gewonnen. Doch, hast du. Nee. Doch, hast du. Als ob ich nicht auf die Wette einlassen würde. Du hast gesagt, ja komm, lass 50 Euro. Ich so, nein, so viel Geld habe ich nicht. Du weißt doch, was ich für ein dickes Auto fahre. Der Sprit. Der Fiat Punto. Deswegen nur 10 Euro. Na. Der Fiat Punto hat einen Leck, der haut jetzt 20 Liter auf 100 Kilometer raus. Richtig, Fiat Punto mit einem richtig dicken Chip-Tuning hat jetzt nochmal 5 PS mehr. Geht jetzt richtig ab. Kannst du jetzt eigentlich mittlerweile in Anhängern eine Steigung hochziehen oder klappt das immer noch nicht? Also bis zu einer Steigung von 0,8 Grad geht's. Ah, okay, ja gut. Ab dann wird's kritisch. Dann hat der Anhänger wieder mehr PS als mein Punto. Oh, oh, das ist ein Gegner, ist ein Mensch. Tja, ausgetrickst. Boom! Kickmother! Scheiße, wir haben ja 10 Euro verloren. Ja, da, tatsächlich, das war kein Bot. Wow. Ja gut, ja, wir sind am Ende unserer Challenge. Die war ja halbwegs interessant. No, ich denke mal, da war eine ganze Menge Gegner dazwischen, nicht ständig nur Bots. Wenn ihr euch das Video bis hierhin angeguckt habt, antwortet gerne mal in den Comments, was ihr glaubt, was der Grund dafür ist, dass Realm Royale einfach nicht größer wird. Ansonsten kommt nächsten Sonntag die neue Challenge. Ich hoffe, da werdet ihr den Floschi wiedersehen. Wobei ich denke, dass mein Gameplay jetzt auch nicht so schlecht war. Ich weiß es nicht. In diesem Sinne auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.